Jallelu, ich bin's, der Blumenmann, und heute geht's um eine Türdeko. Ist dein Budget für die Winter-Weihnachtsdeko schon aufgebraucht und hast du keinen Plan, was du Schönes vor dein Haus machen willst? Ich habe dir eine Idee und ich hoffe, ich kann dich inspirieren, wie du mit wenig Handgriffen was ganz Schönes für deine Winterdeko für vors Haus machen kannst. Und zwar habe ich gedacht, nehmen wir hier einmal eine Zypresse und wir brauchen wirklich nur so ein Zweig Zypresse. Wir brauchen eine Weihnachtsbaumkugel, wir brauchen einen Zapfen und dieser Zapfen machen wir hier mal auf einen Draht, damit er schön hält. Wir nehmen einen zweiten Zapfen, wir nehmen ein Stück Band und einen Stern und damit können wir mit wenig Handgriffen was Schönes für dann deine Haustüre machen. Wir haben hier unseren Stück Zypresse oder auch Konifere, was auch immer dein Herz begehrt. Ich habe das jetzt ganz wenig zusammengeschnitten. Lege auf den zweiten Draht auch noch, auf den zweiten Zapfen auch noch ein Stück Draht. Lege jetzt einmal, zweimal, dann die Weihnachtsbaukugel auf dem Draht. Dann schnappen wir uns das abgeschnittene Stück Zypresse, damit wir unsere Drähte etwas abdecken können. Und zum Abschluss unser Stern. Du siehst, schon so haben wir was ganz Schönes kreiert. Ich lege jetzt da einmal etwas Draht hier so ringsum. Mein Stern ist noch nicht gut angedrahtet, siehst du. Du siehst das System an der ganzen Geschichte. Dann lege ich den zweiten Draht, den wir da haben, auch noch schön nach unten. Den dritten und vierten Draht auch. So haben wir die Sicherheit, dass sicherlich nichts von unseren Materialien wegläuft und wegschwimmt. Damit wir einen Aufhänger haben, legen wir hier hinten einmal ein Stück Draht her und legen den Draht einfach auch mal so ringsum. So siehst du, haben wir einen Aufhänger. Jetzt kommt der Abschluss für unsere kostengünstige und schnelle Türdeko. Wir haben da ein Stück Band, wenn es dann nicht nach unten fällt, ist alles paletti und gut. Ich lege dieses Band einmal, schneide ich da mal ein Stück ab. Ich lege das Band hier schön um unseren Abschluss rum. Du siehst, ich bin ein wenig ein Chaosflorist, darum ist da auch manchmal noch etwas Fremdes drin. So, decken wir da oben einmal alles schön ab, damit wir den Draht nicht mehr sehen. Kannst du auch mit Schnur machen, wenn du in deinem Fundus vielleicht gerade kein Band hast. Legen dann das Band hier schön einmal einen kleinen Knoten und dann machen wir eine schöne einfache Schleife. Ich bin nicht der Schleifentyp, das kannst du bestimmt besser, aber ich versuche es immer wieder aufs Neue schön zu machen. Ein zweites Schleifchen, damit es auch schön harmonisch aussieht. So, nun richten wir unser Schleifchen einmal schön her. Schauen, dass wir da alles schön nach unten legen können. Schneiden einmal das Band schön ab und haben auf die Schnelle eine kostengünstige, einfache und ich finde tolle Türdeko aus dem Fundus gemacht. Zahnzapfen hast du bestimmt, Weihnachtskugeln hast du bestimmt, einen Stern hast du bestimmt, irgendwo eine Zypresse findest du bestimmt und Bandschnur oder sonst irgendwas hast du bestimmt auch noch in deinem Fundus. Und so hast du schwuppdiwupps eine schöne Tisch-
oder Türdeko selber gemacht. Ich habe Tischdeko gesagt, aber das kannst du auch wunderbar auf den Tisch legen und das sieht schön aus. Ja, ich sage dann einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann, auf bald wieder hier bei hier.